Eine abgelegene Gegend bei Bad Hersfeld, Hessen. Das Gut von Manfred Röder. Alles über Spendengelder gekauft, sagt er uns. Aber das ist also jetzt Ihr Versammlungshaus, ne? Das ist nicht die Wohnung. Das ist unser Gästehaus und hier machen wir unsere Tagungen und Freundestreffen. Diese sogenannten Freunde sind Rechtsextremisten aus aller Welt, die sich hier versammeln. Über Ku Klux Klanführer bis hin zu Rechtsradikalen in Russland. Haben Sie Kontakt mit Schirinowski? Ja, ich war sogar zu seinem Parteitag in Moskau als persönlicher Gast eingeladen, war 3 Tage da. Wie andere deutsche Rechtsextremisten auch, sucht Röder beim russischen Rechtsradikalen Schirinowski Hilfe bei der Ansiedlung von Russlanddeutschen im ehemaligen Ostpreußen. Unter dem Deckmantel eines humanitären Vereins sammelt Röder dafür Sach- und Geldspenden, was auch Thema seines Vortrages an der Bundeswehrakademie war. Zudem erhielt er kostenlos Fahrzeuge und Material von der Bundeswehr. Eigentlich aber, so der Verfassungsschutz, geht es den Rechtsextremisten um eine Regermanisierung der russischen Gebiete. Als Dekoration die geraubten Ostgebiete aufgehängt mit schönen dekorativen Karten und Wappen, weil wir auch viele Vertriebene als Freunde haben und immer betonen wollen, dass das urdeutsches Land ist, was wir niemandem geraubt haben und was uns ohne Grund weggenommen worden ist. Röder versammelt hier regelmäßig Rechtsextremisten, bestätigt uns der Verfassungsschutz. Seit mehr als 20 Jahren wird er observiert. Durchsuchungen hat es schon viele gegeben, schon damals in Bensheim. Und seitdem ich politisch aktiv bin, hat es immer wieder Hausdurchsuchungen gegeben. Also mindestens 25 an der Zahl. Nicht ohne Grund. Manfred Röder steht in den Akten des Verfassungsschutzes als Rechtsterrorist. 1982 wurde er als Kopf der rechtsextremistischen Vereinigung Deutsche Aktionsgruppen im ersten Mordprozess gegen Rechtsterroristen zu 13 Jahren Haft verurteilt, als Rädelsführer mehrerer Anschläge. In Hamburg beispielsweise entzündeten Molotow-Cocktails ein Wohnheim. 2 junge Vietnamesen starben. Röders ehemalige Geliebte und der Bombenbastler als Ausführende erhielten lebenslänglich. Bis heute streitet Röder jede Schuld ab. Trotz Gefängnis und Berufsverbot steht Röder weiterhin zu seiner rechtsextremistischen Gesinnung, leugnet jegliche Kriegsschuld der Deutschen. Dass Deutschland den Krieg mutwillig vom Zaun gebrochen hätte, stimmt weder beim Ersten noch beim Zweiten Weltkrieg. Das ist absoluter Unsinn. Und von jedem seriösen, einigermaßen seriösen Historiker ist es längst anerkannt, vor allem von Ausländischen. Und wie steht es zum Holocaust? Über den Holocaust rede ich grundsätzlich nicht mehr. Weil ich sage, solange es bei uns in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt, ist dieses Thema tabu. Über dieses Thema rede ich erst, wenn in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht. In Deutschland wird die Meinung schlimmer als in jedem anderen Land, was ich kenne, unterdrückt. Und man kann zu bestimmten Sachfragen überhaupt nicht mehr Stellung nehmen, ohne im Gefängnis zu landen. Klar, dass Röder mit solcher Propaganda auch in der heutigen Neonazi-Szene ankommt. Bis hin zu mittlerweile verbotenen Organisationen. Die nationalistische Front ist verboten, die nationale Offensive. Ja. Was ist mit diesen Leuten passiert? Was machen die jetzt? Und die Wikingjugend und andere. Ja, ich kenne viele von den Leuten. Also ich habe immer wieder Kontakt gehabt oder die sind zu mir gekommen. Ich halte das schlicht gesagt für einen Skandal. Und das hat mit Meinungsfreiheit überhaupt nichts mehr zu tun. Denn was heißt Meinungsfreiheit, wenn ich keine abweichende Meinung sagen darf? Wenn nur eine Meinung herrscht und nur die genehmigt ist, dann ist es keine Meinungsfreiheit.